Moin moin und hallo zur dritten Ausgabe von Let's Play Star Ocean Integrity and Faithlessness. Während wir hier gerade noch das Ganze starten, müsst ihr euch gedulden. Eigentlich ein Satz, den ich mir hätte sparen können. Beim letzten Mal sind wir aus der Stadt herausgetreten, in die Wildnis. Haben größtenteils eigentlich nur Kämpfe bestritten und ein paar Schatztruhen geöffnet. Aber es scheint sich jetzt was Neues aufzutun. Denn wir sind jetzt an der Coast of Minos. Oder Minos, whatever. Ja. Nicht groß rumlabern. Weitermachen. So, die Kobolde wollen wir nochmal fertig machen. Easy win. Boah, ich sitz aber gerade echt scheiße, Mann. So. Was erzählst du denn? Jetzt kommt erst die Freude über den Sieg. Okay, links oder rechts? Wir gehen erstmal hier lang. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Ich muss mal kurz was checken. MP sind bei beiden sehr niedrig. Das heißt, die ballern wir mal ein bisschen hoch. Oh, da sind wieder die Krabben. Long time no see. Wir gehen aber jetzt erstmal hier hoch. Vielleicht ist hier eine Kiste. Oder auch gar nichts. Mindestens genauso interessant. Da sind wir wieder an der Küste, am Strand. Muss aufpassen, dass wir nicht im Kreis laufen, aber ich glaube, wir kommen von da hinten. Deswegen, da mache ich mir jetzt einfach mal keine Sorgen. Können wir hier echt nicht lang? Mein Gott. Das Wasser ist da doch noch nicht mal knietief. Da ist eine Kiste. Fish Scales, davon haben wir noch nicht genug. Kann natürlich jetzt sein, dass wir was verpasst haben, dadurch, dass wir jetzt den Weg einschlagen und das womöglich der richtige ist, aber da das Spiel kritisiert wurde fürs Backtracking, gehe ich mal davon aus, wir müssen hier sowieso irgendwann nochmal hin. Iron. Da mache ich mir jetzt persönlich keine Sorgen. Hat so ein bisschen gerade was von einem MMO, ne? Wir haben nicht wirklich eine krasse Main-Story, sondern wir laufen eigentlich nur rum, töten ein paar Gegner und schauen mal so, was das Ganze hier hergibt. Sehr freigestaltet. Something creepy. Ich habe nichts creepy-mäßiges gehört. Sei denn, du meinst die Viecher hier, das kann natürlich super kommen. Ich krieg's nicht hin. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr auf die Musik auch achten können, weil wir hier nur rumlaufen, die gefällt mir echt gut.
Kein Problem, wir machen die fertig. Aber vielleicht machen wir erstmal die anderen fertig. Alter, ich habe übrigens gerade den Charakter gewechselt, nicht wundern. What the fuck, who are you? Sie kann auch Nahkampfangriffe machen. Aber der ist jetzt eh tot. で何より。私はビクトル・オークビル。レスリア軍に所属している彼女はミキ・ソーベスター。初めまして。フィデル・カミューズ。スタールという村で剣を教えています。カミューズ。やはり君の剣はカミューズ流なのか。はい。そういうあなたの立ち筋にも、カミューズ流の影響が見えますが、軍で父の教えを受けていらしたんですか？無論だ。 ダリル殿に息子さんがおいでだとは。この辺りは危険だ。私たち村を代表して都に援軍の派遣を嘆願に行くところなんです。実は私たちの村がエイタロンの襲撃を受けたんです。図々しいお願いなんですけど、どなたか権限のある方を紹介していただけませんか？共に剣を交わした縁もあれば、ダリル殿との縁もある。 うまくいくかどうか保証できんが、どうぞしよう。ありがとうございます。国は力を貸してくれますか？時期的には難しいかもしれない。だがダリル殿のお口添えがあれば。カミューズのおじさんが？ダリル殿は現在レスリア王国の軍事顧問兼剣術指南役について、おられる軍内の先生の発言力は絶対だ。おじさん、 Okay, also der Typ hier stammt aus der Hauptstadt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wir von diesen komischen Typen angegriffen worden sind am Anfang, wollen wir jetzt uns Verstärkung beschaffen. Und suchen den Typen, der quasi die Truppen verwaltet in der Hauptstadt und uns möglicherweise mit Verstärkung ausstatten kann. Jetzt haben wir diesen Typen hier am Hals, der uns dahin führen möchte. Ja. Und wir haben scheinbar einen Tag-Nacht-Wechsel, wenn ich das richtig sehe. Es ist auf einmal zumindest relativ dunkel. Auch ein bisschen random, wie der Charakter jetzt hinzugefügt wurde, ne? Aber, naja. Ich will jetzt mal nicht so viel jammern. Ich habe jetzt von ein paar Leuten gelesen, die dem Spiel etwas längere Zeit jetzt schon beigewohnt haben, dass das Spiel gar nicht so scheiße ist. Man muss einfach nur Geduld haben. Aber natürlich keinen Schlüssel, schade. Und dann soll das eigentlich ganz cool sein. Und ich versuche das Ganze jetzt einfach mal auch etwas optimistischer zu betrachten und nicht so pessimistisch. Vielleicht wird es ja doch noch. Aber da das Spiel halt nur 20 Stunden Spielzeit hat, ne? Aber egal. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nicht weiter damit. Wir sind jetzt scheinbar an der Hauptstadt angekommen, wenn ich das richtig sehe. Hier sehen wir zumindest eine große Mauer. Midok. Ja gut, man versucht Kämpfe und Konversation flüssig darzustellen, dann kommen immer diese krassen Ladezeiten. Das passt nicht zusammen, aber das hatten wir ja auch schon festgestellt im ersten Part. Midok, okay. Geil, Uncharted 4 geupdatet. Woo! Whatever. Hauptstadt, here we are.
Das sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Wenn ich jetzt einfach nur so den Blick schweifen lasse, sieht das echt hübsch aus. Was ich aber schon bemängle, und das geht auch vielen neueren Rollenspielen ab, nicht nur dem jetzt hier, ich betrete immer gerne alle Räume und erkunde. Ich möchte immer alles sehen und rumwuseln, und das scheint hier auch nicht wirklich zu gehen. Man scheint da auch sehr beschränkt zu sein. Ja, das konnte ich jetzt nicht lesen, weil es zu schnell wegging. Das ist, ja, das ist etwas, was ich auch nicht schönreden kann. Das ist nicht möglich. Das ist echt scheiße gelöst. Wer bist du? Hä? Jetzt haut sie ab. Hier können wir zum Beispiel rein. The Yawning Kobold. Talk. Können wir hier schlafen wahrscheinlich. Nein, Victor! Fidel-ni. Fidel-ni. Ne, okita no? Du hast doch dein Gesicht so nah an uns rangehalten. ごめんごめん。まったくもう、あまりに遅いから起こしに来てあげたのに。もうそんな時間。とっくに朝。ビクトルさん、もう先に出ちゃったよ。そうか。そうか。じゃなくって。ほら、急ぐ、急ぐ。 Wenigstens gibt es jetzt mal ein paar neckische Kommentare. Das macht die Charaktere ja zumindest mal sympathischer oder gibt ihnen zumindest auch sowas wie einen eigenen Charakter. Bisher hat man da nicht viel von mitgenommen. Wir sind jetzt zu einer großen Stadt gereist und ja, irgendwie hat man gar nichts mitbekommen. Das finde ich echt sehr schade. Wo man wirklich viel Wert drauf gelegt hat, sind an sich die Charaktermodelle. Die sehen wirklich schick aus, auch wenn er natürlich sehr stark aussieht wie, wie hieß er nochmal aus dem dritten Teil? Irgendwas mit, auch mit F, glaube ich sogar. Ich weiß es gerade nicht mehr. Hieß der Faith oder sowas? Ich weiß es echt, also verzeiht mich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es jetzt oft genug erwähnt. Aber die sehen sich immer sehr ähnlich, die Hauptcharaktere in Star Ocean. Blaue Haare, ne? Spaciges Outfit, passt. Okay, zu den Western Gates. Können wir hier irgendwo rein? Ich habe nichts anderes erwartet. Hier können wir zumindest speichern. Das müssen wir jetzt aber noch nicht zwingend. Was ist hier? Welcome to the only inn. Survive the harsh competition in Midor. If there is anything at all you require, please say the word. Okay. Ja. Das soll es erstmal sein hier drin. Schauen wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Also, das war das Inn. Ich würde sagen, schauen uns erstmal weiter um. Vegetable, bla bla bla. Kann ich nicht lesen, weil zu schnell weg. Me, a merchant, you must be mistaken. My policy is tell, don't sell. I'm the crystal clear clairvoyant. I have nothing to sell, but I will... Too fast. Du verkaufst was. Not getting any customers. If it weren't for the foul odor, maybe I would. Thanks for stopping by. Please take your time. Purchase. Wir können Wolle kaufen. Was sollen wir damit? Ordinary wooden stick one might find lying around anywhere.
Ja, danke für nichts. Ich wollte auch nur gucken, was es hier so gibt. So. Was gibt's hier zu kaufen bei dir, hübsches Fräulein? Fresh Produce, bla blub. Was kann man hier kaufen? Ah, hier gibt's so ein Zeug. Kann ich nichts mit anfangen? Recover 5% MP, das ist nicht sehr viel. 20% HP. Prozent MP. Ist aber ziemlich teuer. Können wir da nicht was anderes kaufen? Gibt es hier nicht noch einen anderen Laden? Ich kaufe erstmal gar nichts. Das ist sowieso erstmal Verschwendung. Bevor wir zu dem Hans-Peter da hinten hingehen, möchte ich jetzt nochmal zurück. Ich will wissen, ob sie auch ein normal... Okay, the game won't let me. Wir müssen da jetzt hin. So much to choose from. I can't decide. お待たせしました。 遅かったな。 そちらの女性は? ランドックの受忍術師 ブルネリ殿だ。 ブルネリさんですか? フィオーレ ブルネリ。 フィオーレでいいわ。 フィデルです。 ミキです。 彼女は 我が国王陛下から ランドック王国の王立獣医研究所への協力要請に応え、お越しいただいた。獣医術のエキスパートでいらっしゃる。ランドックの獣医研究所?すごいです。全世界の術師の憧れですよ。そんな大したもんじゃないけど。いやいやいやいや、すごいです。ビクトルさんの用事ってこのこと?な、ブルネリ殿をお迎えし、 都までお連れするのが任務だ。お互い先を急ぐだろう。詳しい話は歩きながら話そう。Und zack, zwei neue am Start. Ich bin so ein bisschen, ja, es fällt mir echt schwer, das Spiel nicht weiter zu kritisieren. Ich habe mir das ja jetzt vorgenommen, aber das Spiel bietet einem so viel Raum dafür. Wir haben jetzt vier Leute. Zwei davon sind jetzt in den letzten 5 Minuten quasi random dazugekommen. Hier war das Inn. So groß scheint die Stadt dann ja doch nicht zu sein. Wir können hier vielleicht nochmal über die Brücke schauen, was hier so ist. Da sind noch Läden. Da ist ein Waffenladen, wenn ich das richtig sehe. Zeig mal, was du hast, alter Mann. Langschwert. Woran sehe ich denn jetzt, ob das besser ist als Beins? Nein. Ach, da unten. Ich bin blind. Das hat er schon, das Langschwert. Das Broadsword, Breitschwert, hat er nicht. Ist auch besser. Why not buy it? Compare. Da. Plus 30. Ja, ist doch geil. Ist gekauft. Equip. Ja, equip. So. Was haben wir hier? Für dich haben wir auch was, meine Hübsche. Eine neue Rüstung. Ist gekauft. So. Das kaufen wir nochmal für... Warte mal, haben wir noch was anderes Cooles? Das lassen wir erstmal sein. Brauchen wir erstmal nicht. Das kaufen wir jetzt noch. Dann haben wir genug Geld hier gelassen. So. Danke, alter Mann. Es war mir eine Ehre. Was ist das? Gibt's hier Items? Ich habe noch keinen Itemladen gefunden. Ah, ja,
のウェルチちゃんにご用ですかな。っていうわけでもなさそうね。ちょうどよかったわ。ちょっと頼まれてくれない？もう少しで調合が成功しそうなんだけど、あと一歩なのよ。必要なものの目星はだいたいついてるんだ。はい、このメモね。You have undertaken the following quest. If it tastes like blueberries, it must be good for you. ほら、ぼさっとしてないでちゃっちゃと取ってくる。じゃ、よろしくね。Accepting and completing tasks or quests issued by clients allows you to get rewards. Some people may ask you themselves to undertake quests, but you can also check for them on the various town's bulletin boards. Some quests offer particularly enticing rewards, so try to complete as many as you can. Each town's bulletin board will have a list of different entries for quests that include information pertinent to them, such as the objective, the name of the client, and the reward. You can undertake multiple quests at once, and none of them have a date by which they must be completed. Should you ever forget a quest objective, you need to look no further than the quests submenu under the resources section of the main menu. Once you complete an objective, you must report back either the client who requested your assistance or the town bulletin board. Otherwise, you will not receive any reward. Okay, wir haben eine Quest von ihr bekommen. Wir ziehen erstmal wieder von dannen. Nach einer extrem unnötigen Ladezeit. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zurück über die Brücke, denn ich habe gerade mal auf die Zeit geschielt. Wir sind ja tatsächlich schon wieder am Ende. Das ging schnell. So, dann müssen wir ins Inn. Da konnten wir nämlich speichern. Die sieht doch ganz sexy aus, ne? Die mit den bläulichen Haaren. So, Save Point, our best friend. Ja. Gut, werte Damen und Herren, wir sind mit dem dritten Part schon durch. Ja, wir haben zwei neue Charaktere jetzt in unserem Roster, sage ich mal. Wir haben unsere erste Nebenquest angenommen. Ich denke, wenn wir die erfüllt haben, können wir da wahrscheinlich bei ihr irgendwie so Sachen mixen. Also Items. Vielleicht auch Waffen, ich weiß es noch nicht. Läuft wahrscheinlich auf sowas hinaus. Ja, Punkt. Schauen wir mal, was uns jetzt der nächste Part bringt. Ich bin gespannt. Versuche mich wirklich auf das Spiel einzulassen, so gut es geht, und hoffe, dass wir dafür belohnt werden. Gut, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part.